Hallöchen, Leute, ich heiße euch wieder mal willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Im letzten Part ist irgendwie nichts passiert, wir haben gegen ein paar Trainer gekämpft, aber es war's. Und in diesem Part werden wir dann mal in die Arena reinschauen, die übrigens keine Elektro-Arena ist. Ja, das ist nicht alles randomisiert, ich weiß. Und wie mir geschrieben wurde, sollte es hier irgendwo in dem Haus auch Stärke geben, deswegen möchte ich mich danach mal kurz umschauen. Kampfmetro, einsteigen und kämpfen, nee, möchte ich nicht. Was gibt's eigentlich beim Riesenrad? Gab's da nicht irgendein Event oder sowas? Hallo? Hi, N! Du bist doch N, oder? Wie geht's dir, N? Oh, gut, dann folge ich dir. Ist ja nicht so, dass wir Feinde sind oder so. Und, was machst du so den ganzen Tag? Böse Dinge, oder? Na, böse Dinge sind cool. Richtig unangenehm, so ein Schweigen. Auch das mit dem Riesenrad. Richtig unangenehme Sache. Vor allem, weil die Bäume einfach so da hinten in einer Linie aufhören zu wachsen. Auch insgesamt wachsen die mir alle viel zu symmetrisch. Das gefällt mir nicht. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Tiplasma. Ja, ich auch. Oh, Spoiler. Gizis? Nein, ich nenne ihn Jesus. Jesus. Hat mich um meine Mithilfe bei seinem irgendwas gebeten. Ja, das hat er. Der ist ziemlich höflich. Der bittet vorher erst. Fragtest du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Naja, alle paar Jahre werden so ungefähr 100 mehr, würde ich mal sagen. Danke, das Gespräch mit dir war jetzt sehr aufschlussreich für mich. Jetzt weiß ich Bescheid, ich verstehe jetzt die Welt. Und sonst so, N? Na, ich teile deine Vision nicht, du hast mir noch nichts von deiner Vision erzählt. Aber gut, dann kämpfen wir. N! Ich nenne dich Norbert. Okay, Norbert, was hast du denn? Oh shit, 4 Pokémon. Ein Viridium. Du schon wieder! Fängst langsam an, mir auf den Sack zu gehen, du Kackviech. Aber Flauschi ist da das Richtige, ist ja vom Typ Pflanze-Kampf. Und ja, Leute, weil es auch manche geschrieben haben, natürlich weiß ich, dass das ein legendäres Pokémon ist. Haltet mich nicht immer für so dämlich. Ich bin es manchmal, aber nicht immer. Ich habe es nur nicht weiter erwähnt, weil es ein blödes legendäres Pokémon ist. Das interessiert mich nicht. Sieht bescheuert aus und ist bescheuert. Pflanze-Kampf gibt es ja auch schon Neues. Das ist ja dieses, Pflanzen-Starter-Pokémon von XY ist auch Kampfpflanze. Ziemlich kacke, wie ich finde. Aber ja, war meine Wahl. Ein Praktibalk. Nee, da bleibt Flauschi mal besser drin. Ach, du bist ja kleine Scheiße. Stirb mal. Danke. Oh. Au. Macht, glaube ich, nicht allzu viel Schaden. Macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Aber gut, damit werde ich fertig. Nom! Siehst du? Keine Chance gegen mich. Blödes Praktibalk, du. Mit deinem blöden Balken. Wenn mein Schnabel jetzt daneben geht, bin ich tot. Und der Schnabel geht nicht daneben. Oh, Flauschi, du bist so dermaßen flauschig. Und ich habe auch gelesen, dass sich jemand über die Spitznamen meiner Pokémon beschwert hat. Leck mich doch! Das sind super Spitznamen. Was mache ich jetzt gegen... Ey, ich glaube, das Spiel ist jetzt... Fakt ist ja Kampf. Nee, das Spiel ist ja doch nicht so gut. Da wäre eigentlich schon Flauschi am besten gewesen. Ne? Ich glaube, Spießer kann ein paar Schläge einstecken. Das hoffe ich zumindest für ihn. Für sie natürlich. Pardon, ist ja eine liebreizende Spießerin. Ja, lies meinen Willen. Das bringt dir nicht allzu viel, habe ich gehört. Und Pam Pam! Pam Pam! Yeah, war nicht so stark. Das Ganze besser. Und jetzt vergifte mir die Talis, bitte. Warum hast du die ganze Willenleser? Bist du blöde? Ich glaube schon. Vergiftet? Nee. Na gut, dann töte ich dich jetzt mit dem Schnabel des Verderbens. Was nochmal, Willenleser? Du bist echt ein ziemlich dummes Pokémon, oder? Oder hast du einfach nur keine Angriffe? Was ist denn dein Problem? Na, wie auch immer, bist tot. Und ein Wishu. Das schmeckt wie Schuh. Versteht ihr? Ich esse Pokémon. Das war ein guter Witz. Das ist, glaube ich, auch Kampfpsycho gewesen. Bin mir aber unsicher. Das heißt, ich mache... Ja, sieht mir nach Kampfpsycho eigentlich aus. Ich mache einfach mal Konfusion. Sollte auf jeden Fall was bringen. Nicht der Mogelhieb. Au. Der hat fast ein bisschen Schaden gemacht. Das war nicht nett. Jetzt stirb. Und... Oh, du bist nur Kampf. Tja. Tja. Ja, dann wirst du wohl sterben. Kann ich auch nichts machen. Und jetzt übrigens mit dem Stärker. Ich glaube, ich werde da jetzt nicht alle Häuser durchsuchen, habe ich mir gerade überlegt. Sondern werde mir jetzt zwischen dem und dem nächsten Part, werde ich mich dann schlau machen, wo man den findet. Und dann werde ich dann direkt zu dem Haus ganz zielstrebig hinrennen.
Ich hasse sowas, wenn es Leerlauf gibt, vor allem bei dem Pokémon-Spiel, wo es allgemein immer ziemlich Leerlauf gibt durch die ganzen Kämpfe und sowas. Deswegen mache ich auch die Gänge zum Pokémon-Set und sowas raus. Es ist einfach so viel Leerlauf immer, den man wirklich vermeiden kann. Oh, hi. Dazu werde ich den Champ übertreffen, okay? Der Champ scheint stark zu sein, oder? Das ist übrigens der König von Team Plasma, hat der gesagt. Ich werde dich niemals aufhalten können. Ja, klar. Schon klar. Ich werde ihn ja sowas von aufhalten. Oh, die Arena. Okay. Oh, ich habe ein Fahrrad. Ram, ram! Und ja, Leute, ich weiß übrigens auch, dass ich in der Wüste noch ein, zwei Pokémon fangen kann. Aber das will ich mir noch aufheben. Wir haben ja erst vor kurzem drei neue gefangen. Deswegen, das machen wir dann nach dem Arena-Kampf. Da werden wir uns da ein bisschen umschauen und dann eventuell auch ein, zwei neue Teammitglieder aufnehmen. Weil ich meine, es kann ja natürlich auch sein, dass jetzt alle sterben werden bei dem Kampf. Da bin ich richtig angepisst. Alter, das wäre so scheiße. Das darf nicht passieren. Aber ich bin fast optimistisch, dass ich mir ein paar Tränke kaufen sollte. Rein da, Tränke kaufen. Du warst Leuchtertränkemann, der da unten war mit X-Angriff und so einem Schrott, das kein Schwein benutzt. Mal im Ernst, hat mal irgendjemand von euch irgendwann mal X-Angriff oder sowas benutzt? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, das ist nämlich so unnütz. Okay, Supertrank, ja, das passt. Okay, ja, Ruhe, ich möchte jetzt zur Arena gehen. Ich möchte jetzt ein Pokémon-Champion werden. Ah, von welchem Typ wird die Arena wohl sein? Was wäre denn der Super-GAU? Ich glaube, Feuer wäre keine allzu geile Sache. Da habe ich nicht wirklich viel dagegen. Es wird Feuer sein, garantiert. Und los! So schnell und... Was ist das für eine Scheiße? Was soll denn das? Hi! Was hast du denn? So wie du angezogen bist, was hast du gegen meine Äußerlichkeiten? Oberflächliche Schlampe. Wer bist du denn? Lady Agrage. Oh. Stahl. Okay, damit werde ich fertig. Flauschi, nicht unbedingt die optimale Wahl, aber ist okay. Denn gegen Stahl habe ich Feuer und Kampf. Mhm. Top. Ja, Flauschi, du wirst ausgewechselt. Das bringt so nichts. Nee, das dauert mir zu lang. Diesen Kampf wird Victinini übernehmen. Victinini mit den Victinini-Kräften. Ist stark. Leg dich nicht mit Victinini an. Ich glaube, in dieser Arena werde ich jetzt dann auch mal versuchen, im Optimalfall Macho Man weiterzuentwickeln. Das wäre eine ganz coole Sache. Und yay, schwacher Feuerangriff ist schwach. Ah, der Bodycheck ist auch schwach, das gleicht alles wieder aus. Und das bedeutet, du stirbst. Du bist eingeäschert. Ja, tosende Flammen um dein Auge herum. Blöds Tunnel, du. Fällt dir eigentlich ein, mich einfach so herauszufordern. Lucario. Moment. Kampfstahl, ich bin gegen beides sehr effektiv, du Bitch. Du bist gegen beide meine Typen nicht sehr effektiv. Bitch. Konfusion. Arsch. Ist ja nicht sehr effektiv? Nee, Stahl gleicht es wieder aus, aber das ist okay. Au! Ich mag diese neumodische Metallmusik nicht. Es gefällt mir nicht. Es tut mir in den Ohren weh. Hä, Metallmusik. Okay, das war ein ziemlich mächtiger Angriff, Lucario. Mach das nicht nochmal. Sonst können ganz unschöne Dinge passieren. Tod! Und gute Erfahrungspunkte für Victinini. Dududum. Nitro-Ladung, yes, endlich. Darauf habe ich gewartet. Stärke 50 und ja, Einäschern kommt weg. Was will ich denn mit Einäschern? Das ist ein bescheuerter Angriff. So viele Pokémon haben keine Bären und auch wenn... nee. Einäschern ist nicht gut. Gut, junge Dame, danke für dein Geld übrigens. Nehme ich immer gerne an sowas. So ein paar Almosen. Macho Man, du gehst vor. Und dann räumen wir hier mal so richtig auf. War ich hier umgestellt. Okay. Hüpf mal rein in den Scooter. Hui! Jetzt die wilde Fahrt. Wow, die war so wild. Meine Güte, warum habt ihr da keine Kotztüten? Das ist ja schon fast fahrlässig. Oder was sagst du dazu, du Trottel? Sei mir gegrüßt, Herausforderer. Meine Eltern sind stinkreich und deswegen willst du jetzt sterben. Ja, so sieht's aus. Schnösel ahnt. Oh, du Schnösel. Nun, Tanhell. Pff, ich bitte dich. Also, du kannst nicht viel gegen Macho Man machen, kann ich dir jetzt schon sagen. Fußkick. Und bam, du bist doch ein Fettsack, oder? Joa, fett genug.
Das reicht mir aus. Macho Man, deine Verteidigung ist zu niedrig. Finde ich nicht so gut. Aber gut, deswegen musst du dich ja weiterentwickeln. War ja unsere Abmachung. Ich habe gesagt, du sollst dich weiterentwickeln. Und das sollten wir jetzt langsam mal machen. Und yay. Jetzt können wir eine 8 fahren. Geht's jetzt schon zum Arena-Leiter? Nee. Rein da. Hey! Raus aus meinem Scooter! Ich habe gesagt, raus aus meinem Scooter und jetzt quatsch mich nicht so scheiße von der Seite an. Sonst quatsch ich dich mal scheiße von der Seite an. Glaub mir, es gefällt dir gar nicht. Blöder Schnösel. Oh, ein Magnetilo. Das ist natürlich auch wieder kein Gegner für meinen getreuen Macho-Man. Mann, der ist ja so ein Macho, das glaubt ihr gar nicht. Nee, nicht die Donnerwelle. War nicht cool von dir, Magnetilo. Siehst du selber ein, oder? Na, danke. Bam. Aber das war cool von mir. Fuck. Magnetilo würde ich jetzt ehrlich gesagt noch gerne... Okay. Meine Chance, jetzt irgendwas zu treffen, wurde soeben extrem minimiert. Au. Gut, dann lassen wir das mal soweit, Macho Man. Das bringt nichts. Und lassen wir Victinini den Rest machen. Ich habe gehört, Victinini hat eine ganz neue Feuerattacke. Die es gerne mal ein bisschen Stahl ausprobieren würde. Ah, blöder Ultraschall. Drachenwut für ganz Arme. Und wusch. Yeah. Cooler Angriff. Fügt mindestens 3 KP Schaden zu. Habe ich gerade eben herausgefunden. Okay, ein... Oh, ein Magnezone. Oh, würde ich lieber mit Macho Man machen, aber bringt ja nichts. Das ist paralysiert, das dauert dann nur ewig. Nitro-Ladung. Ja, yeah, du bist so schnell. Irgendwie finde ich Magnezone komisch. Sieht seltsam aus. Und hält mir ein bisschen zu viel aus. Shit. Ich hoffe, du machst nicht so viel Schaden. Komm schon. Okay. Okay, das ist okay. Das kann ich handeln. Außer du machst jetzt gleich einen super-duper Donnerblitz und dann bin ich instant tot. Das wäre echt uncool. Mach jetzt keinen super-duper Donnerblitz. Danke. Der Funkensprung ist kein super-duper Donnerblitz. Glaub mir, das kann ich einschätzen. Und du bist nicht paralysiert, Victinini. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast mich zu einem sehr glücklichen Trainer gemacht. Jetzt hör auf, deine Initiative zu steigern. Ist ja gut. Du bist ja schneller als das wie ich. Wir haben schon kapiert. Alter, so viele Erfahrungspunkte. Okay. Aber jetzt ist erstmal kurze... Halt die Fresse! Jetzt ist erstmal kurze Pokémon-Heilungszeit angesagt. Und zwar mit... Ja, ich habe super Tränke gekauft. Du kriegst eine Heilung, Macho Man. Und du natürlich auch, Victinini. Und Macho Man kriegt als kleinen Bonus sogar noch einen... Paraheiler. Genau, Paraheiler ist das Zeug. Oh yeah, Macho Man, bist du bereit für ein paar Schandtaten? Ich hoffe es doch. Scooter! Hoffentlich ist jetzt niemand drin. Danke. Hui! So viel Spaß. Hatte ich noch nie. Alter. Wow! Das war so krass. Okay. Die Weiche wurde umgestellt. Ja, ich verstehe schon. Weiche, weil... sind ziemlich weiche Trainer. oh nein! Geh mir jetzt nicht auf den Sack. Ich muss erst an dir vorbei. Okay, das gehe ich hin. Du bist nur vom Typ Stahl. Also dein Pokémon. Du vielleicht auch, aber... wahrscheinlich eher nicht. Was hast du denn, junge Dame? Ein Pokémon. Ein Empoleon. La-di-da. Das wird ja sowas von weggekickt von mir. Hoffe ich. Ich denke mal, so stark ist es ja nicht. Oder nicht so wild. Ah, die Angeberei. Okay. Nicht so cool. Siehst du selber ein, oder? Komm schon, greif an. Musst nur einmal an... Ah, Macho Man. Mach sowas nicht. Dann der Karateschlag. Oh, bluppe, judi, blub, 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 Strahl. Fick dich, Empoleon! Macho Man! Ich hab nichts sehr Effektives mehr. Mein Macho Man! Das ist doch scheiße, sowas. Late, du kannst doch sicher irgendwas reißen, oder? Ach, das ist doch blöd. Ist mal Folterknecht. Ja, genau, mach Schnabel. Richtige Entscheidung. Mann, warum landest du die ganze Zeit Volltreffer, du scheiß Empoleon-Viech? Gott, bist du kacke. Ich hasse dich ja so dermaßen. Finde.
Boom. Okay, bringt auch nicht so viel. Au, 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 der Blubbidi Blub, 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 Strahl. Alter. Alter. Gehst mir gerade so auf den Sack, Empoleon. Das kann ich gleich in Worte fassen, wie sehr du mir auf den Sack gehst. Warum hat das so viel Angriff? Das ist doch dumm. Kreideschrei. Nein, ich hatte Konfusstrahl. Ja, ja, das war wieder klar. Kreideschrei. Danke. Gut gemacht, Nosferatu. Ich kann nicht noch einen Verlust hinnehmen. Au. Okay, jetzt brauchst du ganz dringend den Supertrank, weil er wieder blubbidi blub 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 Schrall einsetzen wird. Und das ist nicht cool. Aldi, Nosferatu. Hui, geheilt. Au, 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 au. Okay, diesmal nicht ganz so viel Schaden. Dann würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne den Kung-Fu-Strahl einsetzen. Und dann sollte ich dich doch langsam mal down bekommen, oder nicht? So. Komm, verletz dich selber vor Verwirrung. Ja, yeah, du Trottel. Oh, mein Macho-Man. Jetzt muss ich wieder dran denken. Ich hasse dich. Flügelschlag. Boom. Macht nicht viel Schaden, aber ist okay. Komm schon. Metallklaue. Dann kannst du... Ah, fick dich. Supertrank, Supertrank. Der hat eine super tolle Wirkung. Verdammt, Macho Man hat sich nicht weiterentwickelt. Du Arsch-Empoleon. Du gehst mir gerade richtig hart auf die Nerven. Nur damit du es weißt, ich hasse dich. Flügelschlag. Fuck! Dass die auch nicht angreifen können. Was für ein scheiß Blubstrahl. Hey! Das ist doch dumm! Fick dich doch! Empoleon! Spießer. Oh. Mann! Was soll denn das? Duonadel. Alter, wieso bist du schon wieder schneller als ich? Wenn du jetzt nur noch Spießer umbringst, dann... Alter, dann garantiere ich für gar nichts mehr. Danke, Spießer. Danke. Du siehst, du verdammtes Empoleon. Bist ja so dermaßen scheiße. Ding! Ey, Level up, ich bin so glücklich. Fick dich doch mit dem scheiß Trugschlag. Kein Schwein braucht den Trugschlag. Ich hätte ihn schon gebraucht. Jetzt ist auch schon zu spät. Ich habe eh zwei Pokémon verloren. Ich hab verloren. Halt die Fresse, du kleines Kackkind. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich habe gesagt, du sollst deinen Mund halten. So, und jetzt will ich hier raus wieder. Ich will zum Pokémon Center. Wow. Echt mal. Ist doch dumm. Ich möchte hier raus. Weiche umgestellt. Oh, der letzte Trainer vor der scheiß Arena-Leiterin. Aber Leute, das bedeutet übrigens auch, dass wir jetzt dann zu Beginn des nächsten Parts erstmal in die anfangs schon erwähnte Wüste gehen werden und schauen, was da sich so für Pokémon rumtreiben. Weil was ich jetzt auf PC rumliegen habe, ist nicht wirklich so nützlich. Aber ich denke, ich werde Pudgy wieder mit aufnehmen. Also aber jetzt... Oh, Macho Man! Der war auch noch sehr fiktiv, der war meine größte Hoffnung für die Arena. Victinini kann da jetzt nicht so viel reißen, was wenn noch ein Empoleon kommt? Bin ich voll am Arsch. Oder sowas wie ein Stalos oder so mit Erdbeben, da ist mein Victinini auch gleich draufgegangen. Oh, echt dumm. Ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, hey, ich darf ihn noch bestimmt die Scorpions abnehmen, aber nein, darf ich nicht, da ist er tot, das macht man nicht. Ja, halt die Fresse, Netlimiter. Okay, Leute, ich würde mal sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter. Moment, ich habe zwei Pokémon verloren. Moment, da muss ich gleich nach der Heilung, lege ich das zweite dann auch weg. Ich hätte es fast vergessen. Der Verlust von Macho Man war nämlich sehr viel schmerzhafter. Das war das zweite. Nosferatu, oder? Moment. Momentchen mal. Ablegen. Ja, es war Nosferatu. Oh, Nosferatu. Oh, dieser Friedhof, da sind die coolsten Pokémon. Oh, bis zum nächsten Part und tschüss.